Hier. So ein richtig feiner Berliner, oder nicht? Schön scharfer Senf. Was eine feine Spritze. Was ein Zufall, dass der Berliner hier eine Öffnung hat. Und scheint ja schon fast an der Spritze. Herrlich, das ist der Scharfe. Der bringt nochmal richtig Feuer auf den Pott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Quillt jetzt ja an jeder Ecke raus, wa? Oh, das war nicht so schlau. Wenn ich vorne zuhalte. Oh, shit. So. Ja, es funktioniert. So, das ist aber ordentlich was. Herrlich, du, herrlich. Schaut doch ein bisschen herrlich aus, ne? Ha, das sieht ja fast professionell aus, ne? Nun kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Hier vorne in das olle Löchlein, da habe ich ja den Senf rein katapultiert. Und damit das Ganze nicht auffällt, schmieren wir da gleich ein bisschen Marmelade drumherum. Dann denkt Udo natürlich, oh, hier, guck ihn, da sitzt die ganze Marmelade, beißt genau hier rein. Und dann gibt es morgen Reizdarm auf den Top. Der zweite Berliner. Schon ein bisschen eklig. So. Oh, oh, oh. Hier, ein bisschen sauber machen hier. Jetzt ist aber hier kriminell, du. Wo war das Loch denn jetzt? Ah, da ist das Loch. Jetzt habe ich hier Senf drauf geekelt, ey. Oh. Kann nicht wahr sein. Oh, hier ist der ganze Tisch hier voll. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, das darf hier auch nicht so auffallen. So. So sieht das Ganze nun aus. Wichtig ist ja, ich kenne ja Udos Essgewohnheiten, der geht aber erst mit der Zunge dran lang. Dann würde das ja schon direkt schmecken, dass er Senf ist. Deswegen habe ich das hier so ein bisschen voll mopetiert. Nun wird das Ding eingepackt. So, Folie. Ich habe mir sogar extra so eine olle Bäckerverpackung hier besorgt, ne? Draufgestellt, das sieht richtig echt aus, so. Und die Folie hier oben mit drauf. Oh, ich bin immer scheiße im Einpacken. So. Zack. Hier überschlagen. Klebestreifen drüber. Hin. Überschlagen. So, zack, fertig. Das ist das Berliner Paket, würde ich sagen. Ich finde, das sieht schon enorm echt aus. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr drauf reinfallen würdet. Und zwar ehrlich in die Kommentare schreiben. Nicht, das wüsste ich, sondern schreibt mal echt drauf rein, ob ihr darauf reinfallen würdet. Wenn so ein Paket auf euch wartet, ob ihr es essen würdet. Du bist gerade was? Auf Diät. Deswegen bist du der Lockvogel. Genau. Du kommst halt gleich mit hoch. Sagst du hier, guck mal, Udo Wilke, ich habe euch Berliner mitgebracht. Ich selber esse keinen Ball. Ich Diät mache. Wegen unserer Wette. So, von wegen, yo, pass eben auf, ich habe euch Berliner mitgebracht, weil ich bin gerade auf Diät und ich, ne? So nach dem Motto. Nur ja. Nicht so auffällig. Nee. Du bist nämlich echt ein schlechter Schauspieler. Ja, das sind wir alle hier. Also nicht so ironisch so, ne? Sondern, nee, ja. Ich weiß, wie du meinst. Ja, du bist auf Diät. Hm. Ja! Moin! Moin! Algo mio? Hier, ich habe hier eine Beweisaufnahme, schon wieder am Essen. Nee, du bist ja, auf Diät. Ja, du bist auf Diät. Moment. Da reden wir. Hey, komm. Moment. Auf Diät. Ja, einen Moment. Liebe Leute da draußen. Seit über einer Woche sollte Torben eigentlich auf Diät sein. Ja. Und jetzt kommt's. Wir waren ja letzte Woche in Bremen. Da hat der reingehauen. Da hat er gesagt, ja, und jetzt kommen sie wieder mit Berlin. Ja. Nein, lass mich doch. Und nein, nein, nein. Und montags, dann sagt Wilkau mal, du weißt, was der gegessen hat? Schon wieder Pizzakartons da und hat sie wieder essen. Na, jetzt kommst du hier mit Süßwaren. Na, warte. Nee. Damit du siehst, dass ich das ernst meine. Erster Tag der Diät. Ich habe nur zwei Berliner geholt. Ich wusste nicht, dass André hier ist. Ja. Ein für dich, ein für Wilke. Damit ja, du siehst, dass ich das ernst meine. Ich esse keine Backwaren. Ja, dann muss André einen essen. Ja, klar. Mehr da. Du hast doch unterwegs. Und du bringst Berliner mit, wo ich Zucker habe, oder was? Das ist aber nicht mit Guss, das ist hier mit diesem Puderzeug. Ich habe extra nicht. Seid ihr mit Zucker verarbeitet drin? Nein. Ja, aber weniger. Nein, den Puderzucker da ist doch nicht. Ach so. 0,2, David. Ja. Ey, wo hast du das drauf gesessen, oder was? Die Marmelade läuft ja unten schon raus. Ja, das ist normal. Bist du blöder, Mann? Das war fein lecker, du, ne? Nix kann man dir recht machen. Doch, danke, Tom. Setz dich. Udo, ja. Er hat sich safe selber unterwegs, hat er sich drei Stück in den Hals reingehauen. Ja, ich glaub's auch. Er hat die Marmelade, Marmelade noch auf dem Überteil. Ja, Marmelade noch im Mundwinkel, ey. Nee, das ist, Montag.
Montag kommt Wilfried, bringt die Waage mit. Ab Montag wird hier gewogen. Ja, was meinst du? Ich hätte auch Lust. Was aber, meinst du? Du lass dir mal richtig auf seinen Genuss einen schmecken, dann furzt du noch so richtig laut für Torben. Wilfried, das wollen wir hier vor der Kamera nicht. Ja, das kann ich ja rausschneiden, den Furz. Okay, den Furz kannst du rausschneiden, gut. aber Torben, bei aller Liebe, du hast uns das versprochen. Ja, deswegen siehst du, dass ich das ernst meine. Jetzt lege ich guck meine. Guck mal hier, mir tattern schon die Hände, weil ich auch was haben möchte. Komm, du sagst es seit 14 Tagen. Ja. Du hältst da nicht durch, sei doch ehrlich zu uns, dann ist das gut. Nimm doch sein Friedensangebot jetzt an, wenn du zwei mitbringst, bevor du ihn selber frisst. Wir wissen doch, dass du kein Zucker da hast, Udo. Aua! Pferd! Pferd, bei dir ist das soweit. Warum? Guck mal, wie viel Mühe ich mir gegeben habe. Du bist der letzte Einhorn hier. Der letzte. Beide sich auch noch versaut, ne? Nein. Wie kann man so professionell arbeiten, mit Einpacken und alles? Zeig dir mal her, den Berliner. Voll mit Senf. ihr seid wahre Freunde, auch du. Udo, aus Versehen, wie kommt der Senf rein? Zinn, weißt du, wirklich. Du hast da keine Schuld, aber deine Mama und Papa hätten schon dafür Schläge haben müssen, dass sie dich auf die Welt gebracht haben. Der alte Pferd, ne, der wird dir gleich so in den Arsch treten, ne, dass du in 200 Jahren noch an mir denkst. Der alte Pferd. Ja, der alte Pferd fällt auch wieder drauf rein. Weißt du, was ich gedacht habe, als ich das Ding in der Hand genommen habe? Ganz ehrlich, wie er holt die und die sind arschkalt. Wie kann man sich sowas einfallen lassen? Das ist wirklich professionell. Wo hast du die Tütchen weg? Also, das war alles besorgt. Ja. Wie kann man nur... Wie hast du das reingekriegt? Ich war das doch. Ja, wie denn? Kannst du Torben sowas zu? Nee, Torben eigentlich nicht. Aber jetzt weiß ich seine Grenzen. Oh, ich habe nur zwei mitgebracht. Ich wusste ja nicht, der andere auch hier ist. Du bist bestimmt nur wieder weggefahren gerade. Und Zinn, du hast den Auftrag wieder gegeben. Er hat die Erledigung gemacht. Er hat die Besorgung gemacht. Wer hat die denn bezahlt? Ja, Torben natürlich. Ja, natürlich. Kannst du mir die Quittung bitte geben? Wieso das denn? Ja, was isst du hier in Berlin und bezahlst dich, oder was? Soll ich den Senf auch noch bezahlen, oder was? Ja, natürlich. Weißt du was, ich senf dir gleich ein. Ich senf dir gleich ein. Dann hast du das Senf nicht, hast du so durch... Wenn ich dürfte und möchte, dann würde ich es tun. Mir hat sich jetzt wirklich so auf den Berliner gefreut. Mir dachte wirklich, oh Torben, das ist aber lieb von dir. Ne? Mir hat sich so gefreut. Aber so was von. Und was kriegst du dann? Senf-Berliner kriegst du dann. Senf-Berliner. Du kriegst doch keinen Brass. Nee, ich bin nicht im Brass. Ich bin die Ruhe selbst. Merkst du das nicht? Ja, lach auch noch blöd. Du kriegst noch mal wieder. Ich weiß doch nicht wann, aber irgendwann kriegst du ein zurück. Und da werde ich so professionell arbeiten, mein Lieber, dass das die nächsten Jahre reicht. Wenn ich dir eine auswischen kann. Der alte Pferd ist dann zurück. Ja, der alte Pferd ist aber dann so schlau, dann springt er nochmal eine 2-Meter-Hürde. Da kannst du aber hingucken. Und du kannst dich mal auf eine ganz schwere Woche einstellen. Die Scheiße macht ihr mit den alten Pferd nicht mehr. Der alte Pferd. Da habt doch ein alter Pferd. Ich bin doch alt. Ah, du bist ja schon so ein Gaul eher. Ne? Man soll Ehrfurcht vom Alter haben. Ehrfurcht. Kennst du das? Ehrfurcht? Nee, das kannst du nicht kennen. Morgen ist die Frühjahrsputz und da kommt drauf an. Und dann sage ich euch, das wird hier richtig blitzeblank. Die ganzen Maschinen kommen raus. Die werden sowas von sauber gemacht. Ich bringe morgen meine gelbe Jacke mit, damit mit Hochdruck gearbeitet. Auch du. Und wenn du meinst, du musst wieder Bodengänge machen und so eine Scheiße, weil du jedes Mal, wenn wir hier arbeiten, irgendwie wieder so eine Idee hast, oh, körperliche Arbeit? Nee, Torben geht weg. Udo! Ja! Du Einwegschlüpfer, wo ist der letzte Berliner? Hast du den schönen Hals reingeschmissen quer, wa? Den habe ich mir auch verdient! Wenn du...
der lag da. 2 Tage. Bevor ich den wegschmeiße. Dann schmeißt du dir den queren Hals rein. Ja, aber sowas von quer, da kannst du gar nicht gucken. Und der war so lecker, dass ich den genüsslich mit der Marmelade um den Maul geschmiert habe und hab Liebesspiele gemacht. Boah, das kannst du mir blöd fragen wieder. Jetzt reicht's. Es hat abgenommen. Jetzt Udo, hake ich dir deine... Udo, Udo, ich hab... Warte. Ich hake dir deine Glatze, da kannst du nicht hoch. Es kann nicht ein Tag harmonisch hier beginnen, wenn ich irgendwas mache. Kann nicht. Gibt's nicht. Ein Weißglut wollen wir treiben. Weiß bin ich schon. Und die Glut kommt gleich. Aus dem Moors, oder was? Mhm. Ich zeig dir gleich, was aus dem Moors kommt. Da kannst du hingucken. Lach, Mann. Du bist denn so gereizt? Wicke. Ich war hier so schön intensiv am Gange. Dann kommst du um die Ecke erstmal mit dem Horn. Nee, erstmal habe ich gefragt, ob du jetzt einen Berliner gegessen hast. Oh ja, stimmt. Ja, ist egal. Horn, Berliner, ist alles das Gleiche. Ja, Horn kann ich nicht essen, aber einen Berliner kann ich essen. Und der lag doch da oben. Warum hast du den denn genommen? Du warst doch auch oben. Der lag da gerade nicht. Nee, weil ich oben sauber gemacht habe. Ich habe doch gesagt, angekündigt. Und dann hast du dir den Hals geschmissen. Satan, du lässt mich nicht aufreden. Ich habe großkotzig angekündigt, Frühjahrsputz. Oben ist soweit alles fertig. Hast schon, ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Ja doch, der Berliner war nicht da. Aber das andere ist dir nicht aufgefallen. Nee. Dass wir hier da entsorgt haben, alles richtig schön gemacht haben, das siehst du nicht. Nee. Dir fällt nur auf, dass der Berliner vom Tisch weg ist. Genau, das ist mir aufgefallen, weil ja. Der am Tisch lag. Hm. Hauptsache, das ist wichtig, dass du den Berliner im Auge hast. Aber der war ja jetzt nicht mehr da, weil der hier jetzt ist. Und muss dir ganz ehrlich sagen, der liegt gut im Magen. Der alte Pferd, der ist da. Der alte Pferd. Das alte Pferd. Der, die, das. Das Pferdchen ist in Galopp. Der Udo springt über den Hürden. Und das alte Pferd bleibt stehen und ruht sich auf. Guck mal, Udo, Tischtennisbälle. Wollen wir eine Runde Tischtennis spielen? Ja, das war die geilste Idee aller Zeiten, ne? Was? Hörst du jetzt auf? Ich wollte das doch nur... Nein! Du, ja, jetzt... Brauchst du doch nicht die Finger brechen. Ich breche... Wenn mit deinen ollen Masturbierpranken da bei mir an den Finger rumknotest. Pass auf, diese zarten Hände, die können verursachen... Dass du dir noch einen Berliner Hals kippst? Nee, dass deine Nase nach links gedreht ist. Das kann dir verursachen. Das kannst du gar nicht gucken. Dann hast du die Nase auf links. So, lass die Tische hier liegen. Da hast du nichts zu suchen. Hier ist heute Frühjahrsputz. Das habe ich großkotzig angekündigt und das werde ich durchziehen. Und dann lass mich auf einherziehen. Nicht vom Weg abbringen. Gehst du mit den Fingern Das dafür? Sind aber auch geile Tischtennisbälle. Mhm. Wollen wir eine Tischtennis jetzt wirklich spielen? Nein. Mir hat da keine Zeit zu, mir muss ich die Scheiße hier sauber machen. So, jetzt hör auf, da irgendwie mit deinen Händen da überall beizugehen. Udo, hier ist... Lass dich! Ja, aber hier ist Gartenwerkzeug, da so ein Preisschild dran. Ja, die hast du auch ja unnütz gekauft. Damit du die benutzt, aber scheinbar tust du das ja nicht. Ja, was soll ich da damit? Soll ich Blumen pflanzen oder was? Das wäre mal was. Ja, das wäre mal was. Hier schön auf dem Fußball ein paar Blümchen. Ja, ja, natürlich. Und dann, und dann tust du dann auch ein Hinweisschild dran, wenn du hier dann Training geht oder ein Spielbetrieb bist und sagst, bitte nicht die Blumen platt treten, ne? Ja, das wissen die Jungs ja von selbst. Ja gut, dann fangen wir morgen früh an auf dem Hauptfeld. Tun wir überall Blumen pflanzen. Das wäre mal was. Ja, das wäre mal was. Du hast so einen an der Waffel. Wir sind keine Blumenlandschaft, wir sind Fußballplatz. Ja, die ganze Gerätschaft musst du auch noch sauber machen. Heute? Nee, nicht heute, das schaffe ich nicht. Erstmal den Schuppen leer räumen. Das ist aber doch kein Frühjahrsputz. Frühjahrsputz ist da, ich dachte, du bist schön auf nackten Oberkörper hier. Schön mit roten Brustwarzen, weil es so kalt ist. Nippel wie Treckerventile mit einem Hochdruckreiniger hier am Rummopetieren. Das Ventil nicht, das explodiert gleich. Jetzt will ich eben. Jetzt muss ich dir mal was sagen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von deinem Einkauf. Wegen Einkauf. Machst du da Popcorn oder was? Nee. Guck ich mir, dann machst du Popcorn. Was ist denn hier los? Oder machst du wie? Ja, nicht mit den Fingern so hinter des Kunst noch. Du bist. Ja. So, jetzt. Bist du hier heimlich am Popcorn? Machen? Nee. Erst aber, aus dem Berliner ja. Hals und jetzt machst du hier Popcorn. Ja, ja, jetzt will ich dir mal zeigen. Hier unten. Alles hier, guck mal. Von dem Dünner. Alles verrostet. Das ist keine Qualität. Das ist dein Einkauf. Ja. Ja, hast du auch die Bewertung mal durchgelesen? Nee. Ja, und da fängt es nämlich an. Komplett verrostet. Ja. Ja, nee, ja, nee. Kannst auch was anderes sagen als ja und nee? Ja und nee. Ja, ja und nee. Und, oder? So, was machen wir jetzt? Frühjahrsputz. Ja, ich muss... Ja, aber ich dachte, wir sind hier jetzt am Rummopetieren. Schön mit dem Hochdruckreiniger, Udo auf nackten Oberkörper. Das wäre wieder geil. Erst im Warten. Ich muss das erstmal alles ausräumen. Das hast du erst eingeräumt. Weißt du,
Was habe ich dir gesagt? Ich möchte die Kabel hier raus haben. Das habe ich ganz kurz gesagt. Ich möchte da einen Raum machen, nur mit Kabeln. Ja. Ja, und das steht hier. Dann kriege ich hier schon wieder mehr Platz. Dann kommen die Borte. Kommen nach hinten weggeschoben. Aber das ist doch kein Frühjahrsputz. Du verschiebst jetzt ja einfach nur. Du machst Platzwart-Tetris-Resistor. Dann können wir auch schön eine Runde Tischtennis spielen. Nee, wir spielen kein Tischtennis. Und ich spiele auch kein Platzwart-Tetris. Ich werde das jetzt machen, was ich mir vorgenommen habe. Und nicht, was erzählen. Du bist ja nur am Reden, dann mach das doch. Ja, mach ich auch. Aber du nervst mich ja schon wieder. Soll ich dir helfen, Udo? Ja, wäre schön. Aber deine Hilfe lass mal lieber, weil dann schmeißt mir wieder 10 Jahre zurück.